Flux FM in digitaler Gesellschaft. Wir müssen über eine geplante BND-Reform sprechen. Der Bundesnachrichtendienst ist ja in die Kritik geraten in den letzten Jahren wegen illegaler Überwachungsmethoden und wegen einem Zusammenspiel mit dem NSA, das man sich so auch nicht gewünscht hat vom Auslandsdienst der Bundesrepublik Deutschland. Jetzt hat sich die BND-Posse gedacht, wenn wir die ganze Zeit illegalen Kram gemacht haben, dann könnten wir theoretisch zurückblicken und uns sagen, das tut uns leid, es war illegal. Wir könnten aber auch versuchen, den Kram, der gestern noch illegal war, zu legalisieren. Unter dem Motto Legalize it, machen wir uns ein schönes Leben beim BND und öffnen eben auch noch Tür und Tor für weitere Überwachungsmöglichkeiten. Alexander Sander ist, wie gesagt, bei mir im Studio. Er hat sich mit dem Thema ein bisschen ausführlicher noch beschäftigt und auf digitalegesellschaft.de auch schon drüber geschrieben. Wir sprechen über die Fallen, die in diesem Gesetzesentwurf versteckt sind. Schönen guten Tag erstmal nochmal. Ja, hallo. Ich habe ja vorhin gesagt, der BND ist in die Kritik geraten. Man müsste sich eigentlich freuen auf eine Reform des BND, weil man dann zunächst vielleicht denken könnte, ja, die gucken nochmal, was falsch gelaufen ist und berichtigen da einiges. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Der Gesetzesentwurf scheint eher in die Richtung zu gehen, dass man versucht, eben Dinge zu legalisieren, die bis gestern noch illegal waren. Wie erstaunlich ist diese Neuausrichtung aus eurer Sicht? Naja, erstaunlich. Es ist eher erschreckend. Also vielleicht kann man das so zusammenfassen, wenn man sich eben auch anschaut, wie zum Beispiel der NSA-Untersuchungsausschuss arbeitet, wo eben versucht wird, diesen Geheimdienstskandal auch ein bisschen aufzuarbeiten und es dort zum Beispiel auch immer wieder zu Problemen kommt, Edward Snowden vorzuladen und wie auch immer wieder blockiert wird, um die Aufklärung tatsächlich voranzutreiben. Wenn man sich gleichzeitig anguckt, dass eben nach den Veröffentlichungen von Edward Snowden auch so etwas wie die Vorratsdatenspeicherung trotz eines EuGH-Urteils, dass diese verfassungswidrig ist, wieder auf den Weg gebracht wird, dass immer weitere Überwachungsmaßnahmen auf den Weg gebracht werden, die wir ja auch schon oft angesprochen haben, auf Fluggastdatenüberwachung und ähnliches, dann, wenn man das in diesem Kontext sieht, ist es nicht allzu überraschend, dass hier jetzt dann eben auch versucht wird, die Geheimdienste mit den rechtlichen Mitteln auszustatten, um das, was sie auch in der Vergangenheit getan haben, weitermachen zu dürfen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass es halt völlig an dem vorbeigeht, was zum Beispiel Edward Snowden erreichen wollte mit seinen Veröffentlichungen, nämlich dass eine gesamtgesellschaftliche Debatte zum Beispiel auch darüber mal stattfindet. Ich glaube, er ärgert sich gerade ein bisschen, denn das geht total absolut nach hinten los, was er sich vorgenommen hat. In dem Fall geht es nach hinten los und vor allen Dingen eben diese Debatte findet auch gar nicht statt, denn dieses BND-Gesetz soll jetzt in einem absolut schnellen Verfahren durch den Bundestag durchgedrückt werden, um eben möglichst auch keine Debatte darüber zu führen. Ja. Das Gesetz wurde eingebracht von der Bundesregierung als auch von den Parteien im Bundestag der Großen Koalition, also SPD und CDU, um eben das Verfahren auch zu beschleunigen, sodass dann eben auch gar keine öffentliche Debatte darüber stattfinden kann. Und das ist natürlich also mehr als kritisch zu hinterfragen. Ja, und die öffentliche Debatte wird natürlich sofort abgewürgt mit dem großen Terrorismusargument. Ja, wir müssen den internationalen Terrorismus bekämpfen. Deswegen muss der BND gestärkt werden. Jetzt hat man hier aber was, soweit auch richtig ist. Natürlich müssen wir gegen den Terrorismus vorgehen. Nur ist halt eben die Frage, ob wir dann halt sämtliche Menschen auf diesem Planeten komplett überwachen müssen, was sie tun, was sie essen, was sie trinken, wann sie schlafen, wo sie hingehen und mit wem sie, keine Ahnung, irgendwelche persönlichen Informationen austauschen. Genau. Und das geht natürlich zu weit. Es gibt ja zum Beispiel Einschränkungen, wenn man den Inhalt von Daten, die hin und her gehen, untersuchen will, gibt es ja Einschränkungen. Da müssen bestimmte Begriffe vorkommen, was weiß ich, unter Umständen eben auch Begriffe, die auf internationalen Terrorismus oder die Verbindungen zum selben hinweisen beim Sammeln von Metadaten, aber gibt es überhaupt keine Einschränkungen. Da wird einfach gesammelt und gesammelt und gesammelt. So ist es. Also diese Einschränkung, diese Selektoren oder eben Suchbegriffe oder wie auch immer man das nennen mag, werden also so vage vorgegeben, also aus den Dokumenten von Edward Snowden wissen wir zum Beispiel, dass dann nach E-Mail-Adressen gesucht wird oder nach IP-Adressen oder es können theoretisch eben auch tatsächlich so Suchbegriffe sein, die man klassisch bei Google eingibt oder ähnliches, wo dann eben dieser Kommunikationsinhalt ein Stück weit gefiltert werden soll, weil es ist natürlich auch klar, dass man jetzt nicht jede E-Mail lesen kann und die auswerten kann, sondern es wird ja automatisiert vorgenommen. Bei Metadaten ist es aber so, also Metadaten sind zum Beispiel, wer telefoniert mit wem, wie lange und wo befinden sich diese Personen, also das wären Metadaten oder wer schreibt wem eine E-Mail und die Betreffzeile zum Beispiel ist auch ein Teil von Metadaten. Aus der Betreffzeile kann man ja auch schon gelegentlich ableiten, worüber sich die Kommunikation in etwa dreht.
Und da gibt es überhaupt keine Vorgaben. Also die können, also es gibt Vorgaben, aber also erstmal keine inhaltlichen. Und ja. können einfach alles verwerten, speichern und so weiter und so fort. Die einzige Vorgabe, die hier gemacht wird, ist, dass diese Informationen nach 6 Monaten dann wieder zu löschen sind. Aber was weiß ich denn, was die Leute vor 6 Monaten für ein Telefongespräch geführt haben, daran kann sich keiner zurückerinnern. Das ist also eben eine sehr, sehr lange Zeit, wo eben auch sehr, sehr viele Informationen zusammenkommen. Und daraus lässt sich eben sehr, sehr viel über das Privatleben einer Person ableiten, wer mit wem in welcher Beziehung steht, ob man vielleicht auch noch andere Beziehungen, wenn wir jetzt im Privaten bleiben, hat, die vielleicht verheimlicht werden sollen oder ähnliches. Also man kann ja absolut in die Privatsphäre von Leuten eingreifen. Wir hatten das ja auch schon, als wir über die Vorratsdatenspeicherung gesprochen hatten. Metadaten sagen sehr viel aus. Es gibt da verschiedene Experimente. Einige Abgeordnete haben da auch schon ihre Metadaten zur Verfügung gestellt in der Schweiz und in Deutschland, wo man dann eben auch so Karten nachvollziehen kann, wo die hingelaufen sind, mit wem die wie lange telefoniert haben und so weiter und so fort. Also auch eben in sensiblen Bereichen, etwa in politischen Bereichen, ist ja ganz interessant, wer mit welcher Fraktion zum Beispiel telefoniert oder redet. All das lässt sich dann halt eben ableiten und der BND weiß eben, wer mit welchen Regierungschefs zum Beispiel telefoniert oder Fraktionsvorsitzenden und wie lange und daraus lässt sich vielleicht auch ableiten, wie eine künftige Regierung aussehen kann und so weiter und so fort. Und aus Sicht des Journalisten ist natürlich auch der Schutz von Quellen schwieriger geworden oder könnte schwieriger werden, wenn man eben diese gesamten Metadaten zur Untersuchung durch den BND freigeben muss oder wenn die freigegeben sind, dann ist der Schutz einer Quelle, die vielleicht mit brisanten Informationen um die Ecke kam, auch schon viel schwieriger oder gar nicht mehr zu bewerten. Es ist nicht so, und natürlich auch der Journalist selbst. Ja. Also wenn der dann natürlich auch kritische Informationen, es gibt ja jetzt auch Länder, wo auch gerne mal ein Journalist verfolgt wird. Also auch mit diesen Informationen lässt sich dann halt Journalismus kaum mehr bewerkstelligen und es geht ja auch über diese Metadaten wieder hinaus, denn auch hier ist ja dann auch trotz der Suche mit diesen Selektoren auch bei Journalisten möglich oder bei anderen Geheimnisträgern, Ärzte und so weiter und so fort, Beichtgeheimnis und sowas, wird eigentlich alles abgeschafft im Grunde mit eben dieser BND-Reform. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter, weil es ein komplexes Thema ist, über die geplante BND-Reform und finden auch nochmal heraus, warum auch Politiker aus den verschiedenen Parteien durchaus schon Kritik üben an diesem Gesetzesentwurf. Da ist nämlich vieles zu schwammig formuliert. Was genau, das klären wir gleich. Flux FM in digitaler Gesellschaft. Wir haben es schon ein bisschen erklärt. Der BND, der Bundesnachrichtendienst, der in die Kritik geraten war wegen illegaler Praktiken. Er hat sich nicht etwa kritisch mit den illegalen Praktiken auseinandergesetzt. Nein, er hat einfach eine Reform angestoßen, beziehungsweise hat er die richtigen Partner in der Politik gefunden, um diese Reform anzustoßen. Und in dieser geht es im Prinzip darum, die bisher illegalen Praktiken zu legalisieren. Lass uns da ruhig nochmal ein bisschen konkreter werden. Wie hat denn der BND bisher gearbeitet und überwacht? Wie hat das Ganze stattgefunden? Was wurde vielleicht auch generiert an Daten und Informationen und wie wird sich das in Zukunft weiterentwickeln, wenn diese BND-Reform unter Umständen sogar durchkommt? Also zunächst mal ist der BND ein Auslandsgeheimdienst. Das bedeutet, er ist dafür zuständig, eben im Ausland zu recherchieren, wie da die Situation ist und dann eben möglicherweise Gefahren zu entdecken, die dann in irgendeiner Art und Weise behoben werden sollen. Jetzt ist es so, dass dann halt dafür zum Beispiel die Kommunikation, also Auslandsüberwachung nennt man das, also dass halt die Kommunikation von Ausländern im Ausland dafür überwacht werden kann. In der Vergangenheit war es so, dass der BND sich dann zum Beispiel dafür hingesetzt hat im Inland und halt versucht hat, im Ausland die Kommunikation abzufangen. Im Internet hat er sich dann einfach an Internetknoten gesetzt, zum Beispiel in Frankfurt, den D6, wo eben der größte Teil des deutschen Datenverkehrs rüberläuft, hat dann an der Leitung sich einfach an die Leitung gesetzt, hat da die Leitung abgesaugt und dann einfach geschaut, was da drinnen zur Verfügung steht. Mit der Begründung, es sei virtuelles Ausland. Ist virtuelles Ausland, genau. Und um dann eben zu verhindern oder zu vermeiden, dass dann deutsche Staatsbürger mit überwacht werden, hat man einfach gesagt, ja, also wir filtern ja .de-Adressen raus. Also ist ja bekannt, dass jeder Deutsche wirklich nur eine .de-E-Mail-Adresse hat, nichts mit gmail.com oder sowas. Wenn ihr digitalegesellschaft.com heißen würde, wäre ich noch nie auf eurer Seite gewesen. Niemals, niemals, nicht wahr? Also das waren dann eben diese merkwürdigen Begründungen, die dann auf den Weg gebracht wurden, um zu sagen, also wir halten uns dann schon noch an Recht und Gesetz. Um das Ganze jetzt zu vereinfachen für den BND, damit er dann auch nicht mehr in solche Begründungsschwierigkeiten kommt, wird einfach gesagt, der BND kann jetzt künftig ganz
ganze Kommunikationsnetze überwachen. Das bedeutet, also die Frage ist also erstmal, wie groß ist dieses Kommunikationsnetz? Also wäre das dann eigentlich alles oder ist das dann zum Beispiel das Netz der Telekom oder ist das das Netz von Vodafone oder was sind das dann für Netze? Und wenn diese Netze natürlich dann auch natürlich miteinander interagieren, also wenn jemand von einem Telekom-Netz in ein Vodafone-Netz telefoniert, dann müssen ja beide Netze überwacht werden. Also da ist man dann schon relativ schnell eben bei einer flächendeckenden Massenüberwachung, die hier eben legalisiert wird und auf den Weg gebracht wird. Und aber man muss natürlich auch sagen, die Bundesregierung hat dann eben auch gesagt, also man braucht keine Angst haben, mit Massenüberwachung hat das nichts zu tun, denn, und diese Begründung ist wirklich abenteuerlich, ist, dass das gar nicht zu stemmen wäre vom BND, weil eben die personellen Ressourcen dafür fehlen. Ja, super. Ja. Fühle also, mich gleich viel sicherer auch, wenn ich absolut. Das so höre. Ja, und man weiß ja auch in der Vergangenheit, sind ja eben immer wieder die personellen Ressourcen vom BND aufgestockt worden. Ja. Das ist also nur eine Frage der Zeit, bis er dann eben tatsächlich auch die personellen Ressourcen hat, um hier eben dieses Recht, was ihm eingeräumt wird, tatsächlich auch so auszuschöpfen, dass dann eben diese Massenüberwachung realisiert werden kann. Also auf der einen Seite gibt die Bundesregierung zu, ja, theoretisch ist diese Massenüberwachung möglich, praktisch nicht, weil wir nicht genug Personal haben. Die logische Konsequenz wird sein, dass wir uns in einem Jahr darüber unterhalten, dass der BND 500 neue Mitarbeiter bekommen hat. Und dann eben auch seine Kompetenzen ausweitet auf Untersuchungen im Inland, die ja eigentlich untersucht werden sollten oder getätigt werden sollten von den Verfassungsschutzbehörden und eben nicht vom BND, der als Auslandsdienst erfunden wurde. Interessant finde ich auch, dass man nochmal über die Formulierung Ausspähen unter Freunden sprechen muss. Man erinnert sich noch an die Worte der Kanzlerin, Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht, hieß es, nachdem rausgekommen war, dass der NSA durchaus mit dem BND auch mal zusammengearbeitet hat, beziehungsweise der NSA auch BND-Mitarbeiter quasi untersucht hat. Und die Kanzlerin, Kanzlerin Handy wurde abgehört. Genau, da hieß es also noch, Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht mittlerweile. Oder wenn die Reform durchkäme, könnte man das so nicht mehr formulieren. Da würde man dann eher sagen, Ausspähen unter Freunden haben wir ebenfalls legalisiert. Muss auch sein offensichtlich. Also hier geht es konkret darum, dass halt eben auch EU-Institutionen, wo es ja auch einen riesengroßen Skandal gab, dass die EU-Kommission zum Beispiel überwacht wird, also EU-Kommission, EU-Bürgerinnen und Bürger sollen überwacht werden, auch Stellen von Mitgliedstaaten, Institutionen von Mitgliedstaaten sollen überwacht werden. Hier gibt es dann so eine ganz minimale Barriere, die dann eingehalten werden muss. Also bei der normalen Überwachung ist zum Beispiel so, dass dann Erkenntnisse von außen oder sicherheitspolitische Bedeutung als Kriterium herangeführt werden. Ja, Bedeutung, also nicht Gefahr, sondern Bedeutung. Ja. Um dann eben diese Überwachung auch realisieren zu können. Bei der EU wäre es dann eben so, dass es von besonderer Bedeutung sein muss. Also das ist dann halt eben die Einschränkung im Vergleich zum restlichen Nicht-EU-Ausland, die hier geführt wird. Aber im Grunde legalisiert man damit eben genau das, was Kanzlerin Merkel in der Vergangenheit immer wieder kritisiert hat. Dieses Ausspähen unter Freunden geht nicht. Das wird jetzt damit eben auf den Weg gebracht, legalisiert. Und zwar mit super schwammigen Argumenten. Also mit Argumenten, die man immer wieder heranziehen kann. Also du hast ja gerade ein Beispiel genannt. Man kann ja immer behaupten, dass es von Interesse für die Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel ist. Also sicherheitspolitische Bedeutung. Ja. Also was ist nicht von sicherheitspolitischer Bedeutung? Also das lässt sich schnell herleiten, da finden sich Wege und wir kennen ja auch aus der Vergangenheit, dass insbesondere Geheimdienst immer wieder auch kreative Sprachauslegungen haben. Ja, natürlich. Und hier auch immer wieder sehr merkwürdige Begründungen dafür finden, was zum Beispiel eine Massenüberwachung ist oder nicht. Also in den USA zum Beispiel wurde ja dann eben, machen sie Massenüberwachung not willingly. Ja, also mit solchen Formulierungen versucht man sich dann irgendwie rauszureden und das ist in Deutschland natürlich auch nicht viel anders. Ein anderes Thema, was du schon angesprochen hattest, ist dieser sogenannte Ringtausch, also dass eben Daten getauscht werden zwischen den Geheimdiensten. Mhm. Das war ja eben auch in der Vergangenheit immer wieder in die Kritik geraten, weil es wird ja eben gesagt, dass im Inland nicht überwacht werden darf, aber wenn jetzt zum Beispiel die NSA kommt, die ja auch im Ausland überwachen darf, dann Deutschland sozusagen als Ausland überwacht und diese Daten dann wieder an den BND weitergibt, dann funktioniert eben dieser Datenaustausch, ohne dass der BND tatsächlich im Inland überwacht, aber trotzdem die Informationen zur Verfügung gestellt hat. Das nennt man Ringtausch. Das machen viele Geheimdienste untereinander, dass sie die ganze Zeit eben diese Daten austauschen. Das war auch in der Vergangenheit immer wieder in die Kritik geraten. Da wurde auch gesagt, ihr könnt ja jetzt hier nicht einfach irgendwelche Daten über den Teich schicken oder zu irgendwelchen anderen Geheimdiensten hinjagen. Das will man jetzt auch legalisieren. Es wird sogar gesagt, dass gemeinsame Datenbanken erstellt werden können, dass es automatisierten Datenaustausch geben kann, ohne dass jemand zum Beispiel vorher drüber schaut. Also der BND könnte automatisiert oder wird automatisiert Daten sammeln und diese auch automatisiert weitergeben, ohne dass da irgendwann mal an irgendeiner Stelle jemand geschaut hat, was da jetzt eigentlich für Informationen drin sind, wer da drin ist, was für Personen da drin sind und ob die
irgendwas mit einer Sicherheitsbedrohung zu tun haben oder ob das einfach stinknormale Bürgerinnen und Bürger sind, die hier, weiß ich nicht, mit ihrer Oma telefonieren. Ich weiß nicht, von wem das Bild stammt, aber irgendjemand Schlaues hat mal gesagt, wenn man die Nadel im Heuhaufen sucht, dann macht man das nicht besser, indem man den Heuhaufen ständig vergrößert und vergrößert und vergrößert. Und das ist ja im Prinzip genau das, was da passiert. Das ist exakt der Fall und das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, warum die Bundesregierung sagt, wir haben nicht die personellen und technischen Ressourcen, um diesen riesen Heuhaufen auszuwerten, den wir jetzt nochmal vergrößern. Ja. Aber das ist natürlich keineswegs beruhigend. Nein. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, weil es ja doch kritische Anmerkungen zu diesem Gesetzesentwurf gibt, von der Linken und von den Grünen zum Beispiel. Gibt es da durchaus Kritikpunkte, die auch offiziell angebracht wurden? Wie realistisch ist, dass diese Reform durchkommt? Und wie kann man sich vielleicht auch als Normalbürger, Normalbürgerin einbringen, wenn man sagt, das geht mir zu weit, ich möchte nicht in einem komplett überwachten Staat leben, nur aufgrund der Tatsache, dass der BND auch gerne ein bisschen mehr über die Leute innerhalb Deutschlands erfahren möchte? Ja, die Situation ist schwierig. Also insbesondere deswegen, weil Bundesregierung und die Koalitionsparteien gleichzeitig eben diesen dieses Gesetzreformpaket eingereicht haben. Das bedeutet, die Parteien im Bundestag der Großen Koalition als auch die Bundesregierung stehen hinter diesem Vorschlag. Es sind realistisch nur noch marginale Änderungen zu erwarten. Mhm. Das Problem ist eben auch, dass die Opposition einfach zu klein ist im Bundestag, als dass sie da irgendwie tatsächlich eben dagegen vorgehen könnte. Es wird nochmal eine Anhörung geben, jetzt Ende September. Und es wird auch sicherlich die ein oder andere öffentliche Debatte darüber geben, aber eben nicht in diesem Ausmaß, wie sie denn eben angebracht wäre in diesem Maß. Und deswegen ist es absolut geboten, insbesondere eben die Abgeordneten der Regierungsparteien zu kontaktieren und ihnen zu sagen, so geht's nicht, Freunde. Also dafür haben wir euch nicht gewählt. Ja. Das ist auch nicht die Aufgabe eines Bundestags, hier die Sache einfach durchzuwinken. Das Interessante ist ja auch, dass wenn die Reform durchkommt, der Bundestag seine eigenen Kontrollrechte beschneiden wird. Ja. Das ist nämlich auch noch so ein Thema. Bisher war es so, dass es hier eben eine parlamentarische Kontrolle gab der Geheimdienste, die wird aufgelöst. Künftig wird das Kabinett darüber bestimmen. Da wird ein unabhängiges Gremium geschafft mit 3 Richtern und die sollen das dann künftig überwachen. Und das wird vom Kabinett bestimmt, welche Richter da drinnen sitzen. Ja. Also das Parlament wird dann sozusagen seine eigenen Kontrollrechte beschneiden. Ja. Was man jetzt machen kann, ist bei uns auf die Seite gehen, gibt es ein kostenloses Anruftool. Ja, hier haben die Geheimdienste schon Frösche in Hälsen. In Hälse versteckt, meine Damen und Herren. Ja, Entschuldigung. Die wollen nicht, dass du zum zivilen Ungehorsam aufrufst. Ja, ist ja noch nicht mal zivile Ungehorsam. Ist ja, ruft eure Abgeordneten an und sagt ihnen, so geht's nicht. Ja. Das ist nicht okay. Und das muss die Regierungsparteien, müssen das auch spüren, dass hier die Bürgerinnen und Bürger das durchaus auf der Agenda haben und eben nicht komplett überwacht werden wollen und dass sie sich dagegen wehren wollen. Also bei uns auf die Seite gehen, das Anruftool benutzen, kostenlos im Bundestag, Abgeordnete anrufen und sagen, stimmt dagegen. Sehr schön. Digitalegesellschaft.de, das ist die richtige Adresse, um das Anruftool direkt zu nutzen und um seine Meinung kundzutun. Und wer noch ein bisschen mehr zum Thema lesen möchte, kann das ebenfalls auch auf eurer Seite tun, auf digitalegesellschaft.de. Zum ersten Mal geleakt wurde der Gesetzesentwurf ja, glaube ich, von den Kollegen von netzpolitik.org. So ist es. Da gibt es einen ellenlangen Text. Das sind, glaube ich, ausgedruckt 27 DIN A4 Seiten, in dem man sich nochmal genau informieren kann über diesen Gesetzesentwurf. Der ist auch in voller Länge abgedruckt. Also man kann sich, wenn man auch sich in der Juristerei ein bisschen auskennt, kann man sich da auch nochmal vertiefen in den Gesetzestext himself. Und es gibt auch viele sehr interessante Kommentare eben dort nochmal nachzulesen von Politikern und Politikerinnen, von Vertretern von Journalistenverbänden und vielen mehr. Dafür vorbeigehen auf netzpolitik.org. Das Anruftool, das ihr ab sofort benutzen solltet, das findet ihr am besten auf digitalegesellschaft.de. Und von der digitalen Gesellschaft war Alexander Sander bei mir. Vielen Dank für deinen Besuch. Sehr gerne. Und gute Besserung. Ja, vielen Dank.